und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich eine Panna Cotta, aber nicht das klassische Rezept mit Sahne, sondern ich verwende Kokosmilch. Und wer mich kennt, der weiß, ich liebe alles mit Kokos. Deshalb habe ich mir überlegt, warum das Ganze doch nicht einfach mal mit Kokosmilch ausprobieren. Das Rezept ist super simpel, das schafft wirklich jeder, total einfach, gut zum Vorbereiten. Wenn ihr irgendwann später Besuch bekommt, dann könnt ihr das einen Tag früher vorbereiten. Total erfrischend, lecker, perfekt für den Sommer, super lecker, müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Für eure Kokos Panna Cotta braucht ihr nur wenige Zutaten und das sind folgende, und zwar eine Dose Kokosmilch. Ich habe hier Vollfett gewählt und das sind ja 400 ml und ich gebe noch 100 ml Wasser hinzu, denn für ein Agar-Agar-Päckchen braucht es 500 ml Flüssigkeit. Dann gebe ich noch ein bisschen Süße hinzu und zwar in Form von Xylit, also Birkenzucker, und zwei Esslöffel davon. Wenn eure Früchte, wenn ihr nachher eine Soße macht, ich mache eine aus Erdbeeren, wenn die richtig schön süß sind, dann könnt ihr auf den Zucker komplett verzichten oder weniger hinzugeben. Was ich zum Beispiel auch gut eignen würde, wäre Reissirup, aber Reissirup süßt nicht so stark, oder Ahornsirup. Bei Kokosblütenzucker würde ich heute eher davon abraten, weil das ist ja sehr dunkel und färbt dann die Panna Cotta leicht dunkel und ich möchte ja eine schöne weiße Panna Cotta haben und deshalb würde ich auf die anderen Süßstoffe zurückgreifen. Dann gebe ich noch ein bisschen Frische hinzu, und zwar in Form von Zitrone. Wählt ihr am besten immer eine Bio-Zitrone, dann könnt ihr nämlich die Schale bedenkenlos verwenden. Ein bisschen Saft verwende ich auch noch davon. Limette würde sich zum Beispiel auch super eignen. Da könnt ihr euch ein bisschen ausprobieren, was euch schmeckt. Und wer natürlich Erdbeeren nicht gerne hat, kann zum Beispiel auch Himbeeren benutzen oder Heidelbeeren, was ihr gerne habt. Und jetzt ist das Ganze super einfach. Die ganzen Zutaten kommen in den Topf hinein. Das Ganze wird zum Kochen gebracht und dann muss es mindestens 2 Minuten kochen, damit das Agar-Agar seine Gelierkraft entwickeln kann und das Ganze euch dann später auch wirklich fest wird. Wenn dann die Masse mindestens 2 Minuten lang sprudelnd gekocht hat, dann könnt ihr sie umfüllen in verschiedene Dessertgläschen, was ihr einfach zu Hause habt. Wichtig ist wirklich beim Aufkochen, seid immer dabei. Wie ihr gesehen habt, kann das Ganze ganz schön schnell hochsteigen. Deshalb empfehle ich euch auch, einen größeren Topf zu nehmen, damit die Wahrscheinlichkeit, dass es aus dem Topf rauskommt, geringer ist. Und so habt ihr dann wirklich, seid ihr auf der sicheren Seite und habt dann eine saubere Küche. Aber auf jeden Fall immer gut rühren und wirklich diese 2 Minuten einhalten. Und dann seid ihr sicher, dass das Ganze wirklich auch geliert. So lasse ich das jetzt bei Zimmertemperatur erstmal auskühlen und dann gebe ich es in den Kühlschrank zum Festwerden lassen. Und jetzt geht es weiter und ich kümmere mich um die Erdbeersoße. So, nach einer halben Stunde im Kühlschrank ist das Ganze auch schon fest geworden, wie man sehen kann. Und es hat also super geklappt zu gelieren, perfekt. Jetzt kann ich weitermachen mit dem Dekorieren. Jetzt kommt ein bisschen von der Erdbeersoße oben drauf, dann noch ein bisschen Erdbeeren zur Dekoration. Dann könnt ihr natürlich noch Kokosraspeln drüber geben, dass man natürlich auch erkennt, dass es aus Kokosmilch ist. Oder zum Beispiel Kakaonips eignen sich auch super. Also da könnt ihr wirklich ganz kreativ sein und euch austoben, was euch schmeckt und was euch gefällt.
Und so einfach habt ihr leckeres Panna Cotta hergestellt, mal was anderes, und zwar mit Kokos. Ich würde behaupten, auch ein bisschen gesünder als das normale Panna Cotta und richtig lecker und total erfrischend durch die Zitrone, durch die Erdbeeren und eben durch diesen Kokosgeschmack, richtig schön sommerlich. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Perfekt, wenn ihr Gäste erwartet, super zum Vorbereiten, also unbedingt ausprobieren. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Rezepte mehr von mir. Und wie immer findet ihr alle Mengenangaben auf meinem Blog fraujannik.com. Schaut doch da gerne vorbei. Hinterlasst mir gerne auch einen Kommentar oder schickt mir ein Foto. Und am besten geht das auf Instagram unter dem Hashtag fraujannik. Ich freue mich jedes Mal riesig, wenn ich Fotos von euch erhalte, wenn ihr was von mir nachgemacht habt. So, ich freue mich jetzt riesig, Panna Cotta zu essen, und freue mich schon und bin schon gespannt, was meine Gäste gleich sagen werden. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag, viel Spaß beim Ausprobieren, und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.